Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und ich muss euch was Schreckliches sagen. Ich bin kein Abonnent mehr. Nee, ich habe das Abo gekündigt. Es war mir am Ende doch ein bisschen zu teuer. Und dafür sind die Vorteile jetzt auch nicht großartig. Also in diesem Account haben wir ja schon sehr vieles. Und ich glaube, da muss das Abonnent jetzt auch nicht die ganze Zeit dabei sein. Und die Add-ons, mal ehrlich, ich will nicht noch mehr spielen als die Hauptstory, deswegen spielen wir einfach nur das Normale weiter. Okay. Herr Schüler, du erblickst einen sehr zufriedenen Mann. Admiral Monk ist ausgeschaltet. Der Kriegsbund ist Geschichte. Jetzt, wo der Jedi Surrender und Master Violet ausgeschaltet wurden, haben wir der Republik ihre wichtigsten Anführer genommen. Der Dienst an sich ist Belohnung genug. Es ist mir eine Ehre, dazu beigetragen zu haben. Dein Beitrag wird weit über den Ruhm hinaus belohnt werden. Es gibt noch mehr zu besprechen. Vieles davon ist ein wenig heikel, sodass ich es nicht über Holo kommunizieren möchte. Komm in meine Gemächer hier auf Drom und Kaas zurück. Sofort. Irgendwie kommt mir das nicht so lecker schmecken vor. Und ich muss endlich mein Inventar sortieren, Alter. Kann ich das nicht irgendwo... Gab's denn hier nicht so ein Spind, wo man irgendwas reintun konnte? Irgendwo war das doch. Bei Bloomberg vielleicht? Ja, hier ist auch ein Spind. Ah, guck mal, da können wir jetzt hier diese Rüstung reintun. Generell das ganze Zeug mal hier abladen. Das brauche ich auch nicht wirklich. Einfach mal alles hier rein. Die Kiste auch rein. Ja, die Steine lasse ich noch, weil die kann man ja noch benutzen. Muss ja auch endlich mal eine Werkbank finden. Aber die ist ja auch in der Nähe. Hier in Dom und Kast und ich weiß ja, wo die ist. Ja, das brauche ich auch nicht. Das ganze alte Zeug hier. Brauche ich auch nicht. So. Haben wir ein bisschen gelehrt hier. Okay. Reicht auch. So, Brunmark, was hast du zu sagen? Hab ich doch jetzt. Sind die Tals so morbid? Sind die anderen deiner Art auch so furchtbar besessen? Das solltest du auch. Gehorch mir und du wirst Tausende an meiner Seite töten. So ist richtig, mein Boonmag. Ja, jetzt können wir das auch annehmen. Nice. Neues Lichtschwert. Geil. Und das werden wir dann noch färben. So. Nee, da unten, ne? Der Captain. Lieutenant Pierce hat noch was zu sagen. Nee, doch nicht. Achso, nee, unsere Schülerin, Jessa Wilson. My apprentice, what did you say? Meister, der Nervenkitzel, die Sith der hellen Seite zu töten, nimmt immer mehr ab. Ich hungere nach neuem Nervenkitzel. Ich zittere sogar schon, weil ich mehr will. Habt ihr irgendwelche Vorschläge für mich? Na, töte einfach noch mehr. Das passt schon. Es ist ganz einfach, Jessa. Sei nicht so wählerisch. Du hast Blut geleckt, also stoße deine Zähne in wen du willst und zwar so oft du willst. Es freut mich, dass ihr meinen Appetit versteht und dass ihr mir zutraut, meine eigenen Grenzen zu finden. Ihr werdet sehen, dass ich bereit bin. Eure Crew ist zum Beispiel tabu. Ich werde sie mein Verlangen und meine Aggressionen nicht spüren lassen. Außer natürlich, ihr befehlt es. Danke, Meister. Ich würde es doch nicht befehlen lassen. Auf keinen Fall. Und auf jeden Fall nicht zu Bette. Achso. Ich dachte gerade, das wäre der Holo-Terminal. Also ist ja, aber da kannst du ja nicht auf die Karte zugreifen. Sondern nur hier. Na gut, dann bin ich mal gespannt, was jetzt dort abgeht. Aber ich hab irgendwie so ein Gespür, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Aber erstmal will ich meinen
Design ändern. Ich hab die auch nicht benannt, Alter. Ich blöd, Mann. Ja, nimm mir hier Darth Harren. Das ist schon ein nice Anzug. Wie Darth Vader. Okay, Jungs und Mädels, wir werden uns dann im bei Darth Barris Hauptquartier sehen. Ja, bis gleich. Hey Leute, ich muss euch noch kurz zeigen, wie geil mein Lichtschwert jetzt aussieht. Schön lila. Obwohl, das ist so lila und blau. Ja, ich habe das so gemischt. Na gut, aber jetzt auf zu Barris. Wie lautet der Bestimmungsort? Gut, Barris, ich habe immer noch Angst, dass du mir jetzt was Böses antust, aber wir werden mal gucken. Los geht's. Hi. Na, bitte mach keine Scheiße. Ich bin zurück, Meister. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hör mir zu. Plan Null war immer meine Leidenschaft. Ich habe ihm meinem Meister Darth Vengeance jahrelang nahegelegt. Einen umfassenden Krieg anzuzetteln war nur eines der Ziele. Das andere war der Niedergang Darth Vengeance, woraufhin ich seinen Platz einnehmen kann. Gefährlich ist es. Es ist nicht das Klügste, ein Mitglied des Rats der Sith gegen sich aufzubringen. Ich habe geduldig abgewartet und alles sorgfältig vorbereitet. Der Rat mag es nicht, unterwandert zu werden. Man verlangt dort nach Vengeance Kopf. Ein Schlag gegen ihn würde jetzt allseits auf Unterstützung stoßen. Wie würde es dir gefallen, dich einem der 12 mächtigsten Sith der Galaxis zu stellen? Und was ist meine Belohnung? Ich will was Gutes haben. Und was habe ich davon? Von meinem Aufstieg profitierst auch du. Und die Belohnungen erhöhen sich mit jedem Schritt. Es gibt noch eine Tücke. Darth Vengeance Schüler, Lord Drak, hat verdeckt für mich gearbeitet. Was Vengeance herausfand, bevor ich Drak zurückrufen konnte. Vengeance Wut wächst. Du musst Drak befreien. Und gemeinsam müsst ihr euch Darth Vengeance stellen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich beeile mich so schnell, wie ich kann. Und ich kann nicht reden. Wir müssen jetzt handeln. Drak kennt Vengeance Schwächen und weiß, wie er in sein Allerheiligstes vordringen kann. Verabreiche Drak dieses Belebungsmittel. Das wird seine Stärke wiederherstellen. Ihr könnt Vengeance nur gemeinsam bezwingen. Also befreie den Schüler und zerstört gemeinsam den Meister. Geh nun. Na gut, wenn das halt so sein muss, dann retten wir ihn. Und wir müssen jetzt auch noch ein Mitglied des Imperiums ausschalten. But why? Ja, ich verstehe schon, weil es gibt ja den Codex des Sith, wenn du stärker bist als dein Meister, dann musst du deinen Meister ausschalten. So ist das. Und so haben wir das auch gemacht. Also, wir haben es noch nicht gemacht. Nein. Also, wir müssen das noch machen. Gleich geht's besser. Sind wir schon stärker als Barris? Ich weiß es nicht. Und warum wollt ihr mich nicht vorbei... Hallo? Könnt ihr mich bitte vorbei... Hallo? Bitte, bitte. Ja, dann muss ich euch leider töten. Ich bin der krasseste Sith überhaupt und ihr lasst mich nicht mal vorbei. Ja, aber okay, dann kämpfe ich mich einfach durch. Na, ihr wollt Stress? Na gut. Ich habe so lange gekämpft, um jetzt hier zu sein. Jawohl. Und was steht ihr so rum? Ihr wollt anscheinend auch alle auf die Fresse. Vengeance. Er hat keine Chance. Er hetzt uns nur auf uns. Wir uns gegeneinander ausspielen lassen. Das lasse ich nicht zu. Der Sith-Rat muss das aufhalten. Aber befreien wir erstmal Drak. Die Macht ist noch in mir. Muhaha. Ich bin so geil mit diesem Schwert. Lasst mich hier vorbei. Das ist eure letzte Chance. Gut,
Ihr wollt nicht hören, dann stirbt ihr halt. So einfach ist das. Zack. Jawohl. Drag, ich bin da. Keine Sorge. Lord Drag, Barras schickt mich. Ich verabreiche euch ein Belebungsmittel. Ich... Guten Morgen. Danke euch. Euch und Barras. Ich freue mich darauf, ihm direkt zu dienen, sobald Darth Vengeance vernichtet wurde. Wo ist er? Sofort. Sagt mir, dass ihr wisst, wie wir ihn finden. Er ist in seinen privaten Gemächern und tauscht sich mit der dunklen Seite aus. Kanalisiert seine Wut und seine Macht. Wir müssen uns Darth Vengeance dort stellen. Aber der Zugang wird nicht leicht sein. Aber ich bin für alles gewappnet. Es gibt nichts, womit ich nicht fertig werde. Gut. Wir müssen auf alles gefasst sein. Ich kenne Darth Vengeance gut. Er hat sicher einige Tricks auf Lager. Um das Anwesen herum gibt es 3 äußere Ringe, die wir durchbrechen müssen, bevor wir in die Privatgemächer vordringen können. Dann brauchen wir einen Schlüssel. Und zwar Darth Vengeance persönlichen Schlüssel. Aber ich habe einen nachmachen lassen und ihn versteckt. Ich werde den Schlüssel holen, während ihr die äußeren Ringe durchbrecht. Wir sollten lieber zusammenbleiben. Zusammen ist besser. Wogegen werde ich kämpfen? Nein, jetzt habe ich das Falsche Darth genommen. Darth Vengeance leitet das imperiale Militär während des Krieges. Er hat sich die allerbesten als Wachen herausgesucht. Ihr macht einen Spießrutenlauf durch Darth Vengeance Sicherheitsvorkehrungen. Und ich schwöre euch, dass ich alles gebe, um diesen Schlüssel zu holen. Wir werden uns gut ergänzen. Ihr werdet sehen. Okay, dann verlieren wir mal keine Zeit und schalten ihn direkt aus. Gleich geht's besser. Wir müssen auch durch diese blöden Ringe des Komplexes. Nur, was es denn hier in Dumm und Krass alles gibt. Unfassbar. Und da sitzt so ein verdammter Menschen rum und kann machen, was er will. Aber wird nicht mal vom Sith-Rat irgendwie dahin gehindert. Der kann machen, was er will, aber er wird nicht vom Rat gehindert. Ja, hab ich schon gesagt. Okay, erstmal müssen wir jetzt hier ausschalten. Besieger und Plünderer Lord Overcar. Was hat jetzt Overcar damit zu tun? Naja. Warum nicht? Schalten wir ein paar Untertanen aus. Dafür bin ich gerne dabei. Lord Overcar. Sie haben sich den Sie haben sich den falschen Zeitpunkt ausgedacht. Denn jetzt ist keine Zeit zu kämpfen, sondern eher zum Sterben. Wie der immer so rumstöhnt. Das war's. Danke für den Sicherheitsschlüssel, Herr Lord. Yes. Jawohl, weiter rein. Okay, ich höre auf so zu sprechen. Sigurd Blinderer Lord Ganorak. Ich laufe einfach an den vorbei. Wieso kann ich nie an den vorbeilaufen? Hallo? Ihr seid mir alle egal. Och. Das ist extra so gemacht, damit man nicht vorbeilaufen kann. Finde ich schade. Bitte nein! Stirb nicht! Bitte, ich brauche dich! Och, Alter, wenn die jetzt krepiert, Junge. Hilfe! Nee, nee, alles gut. Au, au, au! Au, au, au! Ja, keine Sorge, Wette, ich bin doch schon da. Die schreit, au, au, au! Oh, Mann. Okay, wie komme ich da jetzt rein? Ah, ich muss auf die andere Seite kommen. Kein Problem. Einfach nur hier rum. Alter, was wäre denn hier? Das spielt den ganzen Weg. Streiteranwärter.
hat ein Doppellichtschwert. Ach stimmt, ich habe immer noch diese Fähigkeit nicht. Geh mir aus dem Weg! Du Fiesling. Ich hab gesagt, aus dem Weg! Super. Na endlich. Na, noch mehr Gegner. Ihr wollt alle Stress? Gut. Ihr bekommt ihn. Ihr seid alle keine Herausforderung mehr für mich. Und ausgeschaltet. Ist hier noch so ein Streitanwärter? Haben wir alle Buffs drauf? Dann wird das schnell sterben. Mit uns legt sich besser niemand an. Du hast recht, Wette. Jetzt verrecke! Meine Fresse. Schon mal aus dem Weg geräumt. Und jetzt du, Lord Ganarok. Du gehst mir auch auf den Sack, Alter. Jedes Mal im Studium, in der Ausbildung als Sith. Warst du mal der Angeber. Aber ich hab mich richtig durchgeschlagen. Du warst auch eine Heususe. Immer geweint und geflennt. Doch guck, ich bin fünfmal besser. Was laber ich eigentlich gerade die ganze Zeit? So ein Dünnschiss, den ich da laber. Das Leben verblödet mich. Als ob er mich auch noch ausnockt. Das geht überhaupt nicht. Na endlich. Auf zur zweiten Komplextür. Wo hoffentlich, ja, der Weg ist nicht mehr weit. Wir haben bald den Venges ausgeschaltet. Lord Venges. Dein Ende ist nah. Ich kämpfe mich nur noch ein bisschen durch. Dann passt das schon. Oh. Jetzt muss ich auch noch Lord Corrist ausschalten. Das ist wahrscheinlich sein zweitgrößter Kandidat, mit dem er mitarbeitet. Horrest! Darth Venges ist ein Verräter. Und du arbeitest mit ihm. Deswegen musst du untergehen. Ist es eine Sie? Ah, dann Sie. Tut mir leid fürs falsche Gendern. Aber ist mir eigentlich auch egal. Denn du bist jetzt eh tot. Gott. Und rege die dritte Komplextür. Und ist jetzt auch die letzte, hoffentlich. Das sieht gut aus. Nee, es kommt noch eine. Nee, wir müssen jetzt hier einfach nur betreten. Betrete darf Venges Privatgemächer. Mit Vergnügen. Ihr seid genauso tüchtig, wie Barras sagte. Möge euch das Kraft geben. Keine Sorge. Wenn ihr untergeht, hole ich euch wieder. Wenn euch das inspiriert, gut. Ihr müsst stark und zuversichtlich sein für das, was kommen wird. Ich weiß, wogegen wir kämpfen müssen. Ich hätte es fast nicht geschafft. In den Gängen waren Fallen. Ich habe den Schlüssel. Aber Darth Vengen weiß wahrscheinlich schon, dass wir kommen. Das macht keine Schuld. Was? Boah, ich hab's heute auch wieder. Das macht keinen Unterschied. Ob er vorbereitet ist oder nicht, wir werden ihn ausschalten. Eure Zuversicht wird mich nähren. Wenn ich fallen sollte, möchte ich, dass ihr wisst, dass es eine Ehre war, an eurer Seite zu kämpfen. Nee, wenn ihr fällt, dann hole ich euch wieder, ganz einfach. Da ist er. Da, Venges. Zeit ist, dass sie aus den Gemächern rauskommen. Die Schüler von Darth Barras. Drak. Ich freue mich, euch erneut bluten zu sehen. Ah, Venges.
Und ihr? Hässlich. Bevor ihr aufgetaucht seid, spielte Barras nur eine kleine Rolle. Ohne euch wäre er heute ein Nichts. Er hat nie nur eine kleine Rolle gespielt. Das denkt ihr nur, weil er das so wollte. Barras hat euch die ganze Zeit über an der Nase herumgeführt. Er hat euch völlig in der Hand. Das macht mich krank. Euer Meister verdient euch nicht. Er ist ein Feigling, der aus der Dunkelheit heraus seine Marionetten für sich tanzen lässt. Ihr und ich, wir sind Leute der Tat. Ihr nicht mehr lange. Eure Zeit als Mann der Tat wird bald enden. Ihr habt verloren, Vengeance. Darth Barras hat der Galaxis gezeigt, dass ihr stumpfsinnig seid und euer Einfluss gering. Genug! Ich lasse mich nicht beleidigen oder herabwürdigen. Fleht! Fleht mich um Gnade an! Dann ihr begeht einen Fehler, Vengeance. Ich glaube, ihr unterschätzt mich. Ich habe schon Dutzende getötet, die stärker waren als ihr. Ihr beide sterbt jetzt. Na dann, viel Spaß mit dem Tod. Du willst es nicht anders haben. Der Endkrieg! Krieg ich jetzt einen Copyright Strike, weil ich das nachgesungen hab? Aber er hat ein bisschen mehr Fähigkeiten als die anderen Charaktere, also das merkt man. Aber er ist trotzdem so schnell tot. Guckt euch das an. Und da ist das schon weg. Nicht mehr was zu sagen hatte. Drake, nochmal ein paar letzte Worte an ihn. Jahrelang habe ich davon geträumt, Darth Vengeance zu besiegen. Ich bin froh, dazu beigetragen zu haben. Er hat hart und gut gekämpft. Was habt ihr denn erwartet? Man wird nicht einfach Mitglied des Rats der Sith, wenn man ihn nicht verteidigen kann. Ich mache mir nicht vor, dass ich diesen Kampf ohne euch überlebt hätte. Das ist euer Sieg. Ihr, Barras und ich werden unaufhaltsam sein. Ganz genau. Und ihr wart es auch. Mit absoluter Sicherheit. Ich muss hier noch etwas für Barras erledigen. Wir treffen uns in seinen Gemächern. Finde ich gut. Na, hoffentlich haben wir auch was Gutes jetzt bekommen. Komme ich auch schneller hier durch? Ne, ich muss jetzt bis am Ende laufen, weil ich kann jetzt mich auch nicht teleportieren. Denn das Ding ist, da müsste ich ja länger laufen als jetzt. Aber wir sehen uns dort. So, Barras hat jetzt wahrscheinlich auch eine Beförderung bekommen dafür, dass wir das jetzt gemacht haben. Aber ich will auch was bekommen. Sieh mich nur an. Du hast mich noch nie so zufrieden gesehen. Ich kann dich nicht viel sehen. Sieh dich ein letztes Mal in diesen Gemächern um. Der dürftigen Behausung von gestern. Da wir Darth Vengeance erfolgreich ausgeschaltet haben, übernehme ich seinen Sitz im Rat der Sith und kehre nach Korriban zurück. Was ist mit Plan Zero? Haben unsere Bemühungen den Rat in Richtung Krieg bewegt? Das haben sie. Plan Null und Vengeance verdammter Plan, die Randsysteme an sich zu reißen, haben den Krieg ausgelöst. Der Vertrag von Coruscant ist nichtig. Wir steigen gemeinsam auf. Nur mit vereinten Kräften können wir uns an die Spitze der Macht katapultieren. Ah, die dritte Seite des Triumvirats erscheint. Lord Drak, willkommen zu Hause. Es ist lange her, Meister. Ich bin bereit, an die Front zu gehen. Willkommen. Gemeinsam werden wir unbesiegbar sein. Ja, jetzt ist alles an seinem Platz. Jetzt, wo ich im Rat der Sith bin, haben wir die perfekte Position dazu, die Republik in die Knie zu zwingen und die Galaxis nach unseren Wünschen zu formen. Geht und genießt diesen Sieg, meine Schüler. Aber ich werde euch wieder kontaktieren. Lange werde ich nicht untätig sein. Ich habe immer noch Befürchtungen, weil der jetzt befördert wurde. Er hat jetzt so eine krasse Macht. Wieso wurde ich nicht befördert? Ich habe die Drecksarbeit gemacht. Aber okay, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und mal gucken, was Barras mit uns macht. Haut rein. Ciao, ciao.